Ein echt burgenländisches Bandl-Gulasch. Wie man das macht, das zeige ich euch. Bohnengulasch. Das ist eine Gulaschart, die sich bei uns wirklich sehr, sehr verbreitet hat. Der Grund ist der, die Leute haben wirklich früher irrsinnig viel Bohnen angebaut. Das Klima bei uns im Burgenland, in Pannonien, war wirklich sehr geeignet dafür. Noch dazu sind die Bohnen sehr nahrhaft und eins, sie sind sehr gesund. Hülsenfrüchte, wirklich eine super gesunde Sache. Gut, was brauchen wir alles für unser Bohnengulasch? Typisch für Gulasch sind einmal die Zwiebeln. Dann nehmen wir Bohnen. Ich habe die Bohnen aus der Dose. Man kann sie auch über Nacht, die trockenen, einweichen und dann kochen, circa eine halbe Stunde, 40 Minuten. In meinem Fall, ich habe Bio-Bohnen aus der Dose genommen, sind übrigens burgenländische Bohnen. Schmankerl. Und was brauchen wir dann noch? Wir brauchen ein bisschen Knoblauch. Dann, ich habe mir da so ein Bauchfleisch genommen, so ein Schnitten. Ganz gut, gibt ein bisschen Geschmack, gibt ordentlich Fett ab. Dann brauchen wir einen Suppenfond, einen Gemüsefond, einen Hühnerfond, Rinderfond, was ihr wollt, reingeben. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Paprika, dann ein Paradeis, die werden wir blanchieren, das heißt abschön. Und was haben wir noch? Ja, genau, dann natürlich fürs Gulasch den Paprika, süßes Paprikapulver. Dann brauchen wir ein bisschen ein Lorbeerblattl, ein Salz natürlich, ein Kümmel, einen Pfeffer, einen geriebenen und einen Majoran. Und das Ganze werden wir im Schmalz machen. Man kann es natürlich auch in Sonnenblumen oder Rapsöl machen, aber Schmalz, das eignet sich wirklich sehr gut dazu, weil es macht wirklich das Gericht wirklich herunter und schmeckt besser. Ja, Erdäpfeln, weiß ich jetzt nicht, ob ich es erwähnt habe, Erdäpfeln kommen auch noch rein, die werden das auch ein bisschen mundiger machen, das wird dann sämiger. Ja, das war es gewesen, wir können es angehen. Als erstes einmal werden wir uns das Fleisch einmal anbraten. Dafür nehme ich das Schmalz, da habe ich irgendwo einen Löffel gehabt, genau da, und werden das Schmalz einmal heiß machen. Nachdem das Fett jetzt wunderbar heiß ist, geben wir jetzt das Fleisch rein und werden das jetzt einmal ordentlich anbraten. Das Gute ist, dieses Bauchfleisch hat auch noch sehr viel Fett in sich, das lässt jetzt auch noch raus. Aber das Wichtige ist, dass das jetzt ein bisschen so bräunliche Ränder kriegt, das Fleisch. Das macht das sehr viel für den Geschmack aus. Unser Fleisch ist jetzt schon herrlich goldbraun angebraten, man sieht es da ganz gut, aber vor allem man sieht es da, der Bratensatz da unten, ganz herrlich, genau das muss kommen, genau das muss sein, weil das macht wirklich diese Röststoffe aus und das ist irrsinnig gut im Geschmack. Jetzt gehe ich her, nehme das Fleisch jetzt noch mal raus, legen wir das da einfach auf den Teller und jetzt werden wir gleich die Zwiebeln darin dünsten. Das Gute ist, dieser Bratensatz wird sich jetzt wunderbar lösen, weil Zwiebeln ja sehr viel Wasser drinnen haben und die vermischen sich dann ganz gut mit den Zwiebeln. Das ist ganz was Herrliches. So, das brauche ich nicht mehr. Einmal kurz durchrühren und man merkt gleich, wenn man da herschaut, der Bratensatz, der löst sich ganz wunderbar, weil die Zwiebeln sofort das Wasser lassen. Und damit die Zwiebeln noch schneller das Wasser lassen, gebe ich gleich das ganze Salz da rein, weil das Salz ja noch einmal dem Zwiebel den ganzen Saft nimmt und dadurch werden die Zwiebeln auch schön weich. Das braucht jetzt schon sicher ein paar Minuten, 5 Minuten, bis das ordentlich glasig durchgezogen ist da. Und so lange werden wir da ein bisschen rühren und dann geht es weiter. Ein paar Minuten sind vorbei. Und wenn man jetzt schaut, die Zwiebeln, die haben das Wasser verloren, sind aber noch nicht weich. Man merkt, wenn das zum Knistern anfängt, dann merkt man, die Zwiebeln haben das Wasser verloren, also es ist verdunstet. Und wenn es knistert, fängt es zum Rösten an. Ist jetzt nicht ganz, ganz ideal für ein Gulasch. Man will ja nicht, dass das bitter wird. Man kann jetzt natürlich aber sagen, die Zwiebeln sind noch nicht weich, die hätte ich gern weicher. Und da gibt es einen kleinen Trick, den sage ich euch. Da geht es ja einfach hin, wenn das schon zum Knistern anfängt, gibt es einfach einen kleinen Schluck
einen kleinen Schluck vom Fond, vom Suppenfond rein. Das heißt, die Zwiebeln haben jetzt wieder sehr viel Flüssigkeit gekriegt und können jetzt weiter schmoren da drin. Und sie werden jetzt so noch weicher. Und diesen Vorgang könnt ihr 2-3 Mal machen, wenn ihr gerne hättet, dass diese Zwiebeln wirklich im Gulasch verschwinden. Weil dann lösen sie sich immer mehr auf und binden das immer mehr ab. Ich mache das oft 2 Mal, also einmal werde ich es noch machen. Und wenn es wieder zum Knistern anfängt, dann gebe ich dann wieder so ein bisschen an Suppenfond rein. Und dadurch, wie gesagt, werden die Zwiebeln wesentlich weicher, sie lösen sie besser auf da drinnen. Gut, wieder warten, ein paar Minuten und dann geht es weiter. Jetzt habe ich es 2 Mal so aufgegossen, ein bisschen mit dem Suppenfond, wie ich es euch gezeigt habe. Ihr seht, das Ganze ist jetzt so eine richtige, ich würde jetzt einmal sagen, eine matschige Sauce geworden. Das ist natürlich der Vorteil, weil die Zwiebeln dann sehr weich werden und alles abbinden. Die braune Farbe kommt nicht vom Zwiebeln, muss ich sagen. Hätte ich da kein Fleisch reingeben, wären die Zwiebeln jetzt immer noch weiß. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, weil braune Zwiebeln in der Farbe, würde ich die jetzt so rösten, die wären schon fast zu bitter. Also für meinen Geschmack schmeckt man dann nicht wirklich gut im Gulasch. So, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich die Zwiebeln soweit fertig. Jetzt gehe ich her. Jetzt gebe ich diese Paradeis, die ich geschält habe und dann in Würfel einfach geschnitten, die gebe ich jetzt auch dazu. Ich kann eigentlich so ziemlich alles reingeben, weil das Fleisch gebe ich dazu wieder. Ich rühre es einmal durch, damit der Zwiebel auch wieder einen Soft kriegt. Und den kriegt er jetzt nämlich von der Paradeis. Und ihr seht, ist schon wieder aus mit Knistern. Und das Ganze fängt jetzt schon langsam wirklich zum Kochen an. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir alle Gewürze reingeben. Die geben wir jetzt alle rein. Und auch Lorbeerblatt kommt rein. Und eins nicht, die Paprika. Da warte ich noch, da lasse ich es jetzt aber noch gut anresten. Und dann gebe ich die Paprika dazu. Jetzt schaut das schon ganz gut aus. Jetzt gebe ich noch das Paprikapulver, das bindet das jetzt natürlich sehr stark ab, alles. Es wird jetzt richtig fest. Dann kommt noch der Fond rein und die Kartoffeln. Und die Bohnen kommen ganz am Ende rein, weil sie schon gekocht sind. Die gebe ich ganz am Ende rein. Wie gesagt, beim Paprikapulver, das sollte nicht unbedingt rösten. Das wird auch sehr, sehr bitter. Also da sollte es nicht mehr knistern da drinnen. Wenn ganz kurz, ein paar Sekunden vielleicht, wenn das wer will, aber wer nicht, man sieht es, das ist so eine Basis, so eine typische Gulasch-Basis. So sollte es ausschauen. Jetzt kommen noch die Kartoffeln rein und natürlich auch den Paprika, den geschnittenen. Da könnt ihr übrigens auch alle Farben nehmen, das ist egal, ob es jetzt einen gelben, roten oder ich, ob das so einen klassischen gelben genommen. So, alles gut durchgerührt. Und jetzt kommt noch der Suppenfond rein. So, und jetzt kann unser Gulasch ganz einfach dahin köcheln. Das rühren wir noch einmal gut durch, so soll es mischen. Es schaut ja schon jetzt fast fertig aus, nur natürlich müssen jetzt alle Zutaten schön verkochen. Das lassen wir jetzt einmal aufkochen, dann drehe ich ordentlich zurück. Und werde dann den Deckel so leicht schräg drauf geben, damit eben ein bisschen noch die Flüssigkeit verdampfen kann. Ja, und das Ganze lassen wir jetzt circa 30 Minuten, lassen wir es einfach so leicht köcheln. Unser Gulasch ist jetzt circa 30 Minuten bei leichter Flamme, habe ich es köcheln lassen. Man sieht es eh, wie es so leicht dahin köchelt. Jetzt kommen wir zu den Bohnen. Die Bohnen sind ja schon vorgekocht. Es hätte nicht viel Sinn, wenn ich es jetzt schon eine halbe Stunde lang da kochen lasse. Nein, wir geben es jetzt, die letzten 5 Minuten geben wir es jetzt rein. Dafür drehe ich die Platte jetzt wieder voll auf, weil die kühlt es ja natürlich ab. Die Bohnen kühlen das ab und ich nehme auch das Bohnenwasser von der Dose, nehme ich mit. Ihr seht, unser Gulasch ist fast fertig. Wir lassen das jetzt noch ordentlich aufkochen. Das dauert jetzt wieder 1 Minute oder was, so lange warten wir und dann wieder zurückdrehen auf kleine Flamme, circa 5, 6, 7 Minuten lassen wir es einfach dahin köcheln, dass das schön durchzieht mit den Bohnen und dann ist fertig.
Das waren jetzt noch gute 5-6 Minuten, war das jetzt noch drauf. Die Bohnen haben gut angezahlt, habe ich gemerkt. Es hat eine wunderbare Konsistenz, schaut ganz toll aus. Leute, schaut einmal da rein. Kartoffeln leicht abgerundet, Bohnen, das Fleisch ganz weich, herrlich. Und der Geruch, wunderbar. Ich freue mich schon aufs Essen. Ja, wie gesagt, ihr seht, ein sehr einfaches Gericht, aber sehr sättigend und vor allem sehr gesund. Und auch ein traditionelles, wirklich sehr traditionelles Gericht für Pannonien, für Burgenland, für Ungarn. Da wird das sehr oft gemacht. Ja, genau, jetzt werden wir es einmal kosten. Ich muss ja einmal kosten, wie das schmeckt, aber ich weiß schon, wie es schmeckt, weil ich schon ein paar Mal gegessen habe. Mmh, herrlich. Das ist wirklich so ein eigener Geschmack, wenn Sie Bohnen mit Gulasch mischen. Es ist ganz einzigartig. Ihr müsst es unbedingt probieren. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Man kann nur einen Schuss Sauerrahm dazugeben. Ist nicht meins. Ich brauche es nicht unbedingt. Aber wenn man es am Teller drauf gibt, gerne. Ja, meine Lieben, ihr seht, nicht wirklich schwer zu machen. Ist aber auch sehr gesund. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch auch so schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.